Was geht ab, liebe Zuschauer? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yummige News. Wahrscheinlich kennt niemand von euch dieses Format mehr, deswegen blende ich mal ganz kurz etwas von der letzten Folge ein. Ich bin auch zurzeit jetzt an meinen Bewerbungen dran. Ich habe ja meinen Traum mit dem Mediengestalter jetzt angefangen durchzusetzen. Also die Bewerbungen sind jetzt so gut wie fertig. Und bei mir in der Firma wissen die Leute jetzt auch schon Bescheid. Ich habe mit meinem Chef drüber geredet. Ja, es ist soweit. Ich habe meine Ausbildung als Mediengestalter abgeschlossen und eben meine letzte Abiturprüfung abgegeben. Und eigentlich wollte ich so ganz, ganz heroisch filmen, wie ich die Matheprüfung auf den Tisch klatsche und dann mein Bier öffne und dann alles toll ist. Aber leider ist die Matheprüfung gerade so beschissen gelaufen, dass ich keine Motivation dafür hatte und einfach sofort das Bier geöffnet habe. Ich bin jetzt nach 4 Jahren hier bei meiner Schule fertig und auf diesem Kanal heißt das jetzt, dass sich jetzt einiges ändern wird. Und ja, ich sehe gerade so aus wie jemand, der diese Woche 4x4 Stunden Abschlussprüfung geschrieben hat. Deswegen mache ich mich jetzt erstmal frisch und erzähle euch dann was Neues. Das ist Michael. Michael hat heute sein Abi gemacht und das bedeutet, also seine letzte Prüfung geschrieben. Das bedeutet, Michael ist jetzt, genau wie wir alle, ein scheiß Arbeitsloser. Du weißt, ne, umso weiter du weggehst, umso kleiner wirst du. Aufs Abi! Hi, ich bin Micha und ich habe jetzt Abi. Ja, der Traum mit meinem Berufswechsel ist mir ein bisschen wichtiger. Und was soll ich sagen, dieses Video ist jetzt 5 Jahre her und ich habe meinen Beruf gewechselt. Ja, so ungefähr letztes Jahr um diese Zeit habe ich meine Ausbildung als Mediengestalter abgeschlossen und gestern habe ich meine letzte Abi-Prüfung abgegeben, wie ich es ja gerade schon im Video gezeigt habe. Ich filme das jetzt heute, also es kommt jetzt 10 Minuten später raus, ihr wisst schon, scheiß drauf. Denn was ich zuerst sagen wollte ist, wir sind heute am Samstag, den 12. Mai auf der RPC und da werde ich auch einen kleinen Vlog mit für euch drehen. Das ist schon mal die erste Änderung, die es auf diesem Kanal geben wird. Ich möchte jetzt wieder anfangen zu vloggen, so ein bisschen wie in alten Zeiten, weil ich mir jetzt im Laufe des Schuljahres, wo ich halt echt keine Zeit für gar nichts hatte, weil das Abi einfach so heftig war, die alten Vlogs angesehen habe und ein bisschen nostalgisch wurde und sowas gerne wieder mehr machen möchte. Der nächste Punkt ist, ich starte jetzt erstmal meine Selbstständigkeit als Mediengestalter, weil ich so ein paar Jobs habe, die ich gerne machen möchte. Ich werde auch ein etwas größeres Ding machen, von Mitte August bis Mitte September. Das hat auch was mit dem Trashback zu tun. Das möchte ich aber jetzt noch nicht ankündigen. Ich behalte es mal eine Weile für mich. Und auf jeden Fall ist diese Sache, die wir da vorhaben, der Grund, warum ich mich jetzt erstmal selbstständig mache. Und ja, schauen wir mal, wie es klappt. Das Jahr 2018 hat mega beschissen für mich angefangen und jetzt habe ich meine Schule fertig und jetzt bin ich mit den Gedanken wieder frei und jetzt habe ich einfach nur Bock, mich auszutoben und mich wieder in meinem Gebiet reinzuarbeiten und einfach alles zu geben. Und ja, schauen wir mal, ob das klappt. Ich möchte jetzt übrigens versuchen, je nachdem wie das mit meiner Arbeit und so jetzt, die ich hier veranstalte, klappt, ein paar alte Formate wieder auf diesen Kanal zu bringen. Ich denke da zum Beispiel so an Sachen wie Fragen, Fakten, Verdummung. Was würdet ihr am liebsten sehen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Welches meiner alten Formate vermisst ihr, die ihr gerne mal wieder hier auf dem Channel sehen wollt? So, und das war's jetzt eigentlich an News. Ich würde sagen, Phil, habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas vergessen in dem Video? Ich habe gerade in deine Dusche gespritzt. Es läuft nicht. Es läuft nicht mehr ab, es läuft über. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich auf der RPC. Haut rein, ich muss das jetzt noch schnell zusammenschneiden. Okay.